Dieses Video ist eine Kooperation. Wenn ihr das alles aus der Nasrik-Perspektive haben wollt, schaut gerne auf dem deutschen Kanal von Overanalyzing Everything vorbei. Das Kaiserreich Baharut, eine 200 Jahre alte, reiche Nation, die sich erfolgreich gegen Korruption, nichtmenschliche Gefahren und anderen Nationen bisher immer erfolgreich durchsetzen konnte. Bis Staffel 3, durch den Kriegseintritt des Hexerkönigreiches, wollte Jerknuf durch gewiefte Weise allen Reichen die Gefahr des Overlords präsentieren. Ein Massaker hatte er aber nicht in diesem Stil erwartet. Die Folge war, persönlich jetzt mal auf Jerknuf bezogen, Paranoia, Haarausfall und diverse psychische Probleme. Eine Sache gab ihm jedoch Hoffnung, die Chance, dass sein Reich all das überleben kann. Und so machte er sich auf, über mehrere Monate hinweg ein geheimes Treffen mit dem Gottesstaat zu planen, der stärksten bekannten menschlichen Nation der neuen Welt. Er hoffte auf ein Bündnis und eine inoffizielle Allianz mit Slaine. Er heuerte Adamant Abenteurer an, für die Sicherheit und für die Garantie, dass sie nicht ausspioniert werden. Selbst der genaue Ort, wo das Treffen stattfinden sollte, wurde bis vor wenigen Stunden vor dem Treffen nicht weitergereicht an niemanden. Jerknuf hatte keine andere Wahl, als alle seine verbliebenen Karten auf dieses Meeting mit den Abgesandten zu setzen. Und umso näher der Termin kam, umso mehr konnte sich Jerknuf erholen, auch wenn er immer noch sehr starke Probleme hat. Ich meine, seine Nation steht zwar noch, aber Fluda ist ein Verräter, die wohl machtvollste Person des gesamten Landes. Teile der Armee haben desertiert, auch wenn es nicht wirklich viele sind, und einige aus der Nation werfen ihm vor, genau gewusst zu haben, was ein Zauber bewirkt und was er für ein Massensterben eigentlich verursacht hat. Und dann, mehrere Monate nach dem sogenannten Splat auf dem Katzefeld, war es dann soweit. In der großen Arena, in der VIP-Loge des Kaisers, sollten sich die aus Slaine einfinden. Als Bodyguards standen Nimble und Basiwood, die loyalsten noch Lebenden der vier kaiserlichen Ritter, sowie die Adamant-Abenteurergruppe Silberzörvögel bereit. Und passend zu all dem soll ein Spektakel in der Arena stattfinden. Der sogenannte Martial Lord, der stärkste Krieger, so gesehen, vom gesamten Kaiserreich, Gojin, soll einen neuen Herausforderer haben. Alles lief wie geplant, wenn nicht sogar besser. Doch gerade als die Slaine-Gesandten eintraten und Jerknuf angefangen wollte zu erklären und zu erzählen, trat der Herausforderer in die Arena. Es war der Hexerkönig. Jerknufs Vision eines gestärkten Baharuts durch Slaine wurde zerschlagen, als die Abgeordneten es für eine Falle hielten und sofort verlassen haben. Nur wusste Jerknuf nicht, warum eins hier war oder ob er von dem Meeting gewusst hatte. Seine einzige Hoffnung war es, dass Gojin ihn im Kampf tötet. Doch als eins auch den Martial Lord in Grund und Boden rammte und das komplett ohne Magie, erkannte Jerknuf seine Niederlage an. Er beantragte eine offizielle Vasilisierung des Kaiserreiches und gab damit offiziell auf. Und das alles nur, weil eins etwas Werbung für seine eigene Erkundergilde machen wollte. Das ist kurz gesagt die Zusammenfassung der Events aus Overlord Volume 10 im Kaiserreich. Nur geht es hier noch mit Baharut weiter. Als Vasallenstadt vom Hexerkönigreich durfte die Nation unter Jerknuf noch weiter existieren und das Hexerkönigreich mischt sich nur minimal in private Angelegenheiten ein. Ihre Armee wurde durch Untote gestärkt, auch wenn es vielen nicht wirklich gefallen hat. Jerknuf bekam deutlich weniger Papierkram und Kriminelle, zumindest die der Todesstrafe würdig waren, wurden zum Hexerkönigreich gebracht. An der Stelle, ich liebe einfach den Fakt, dass sie so wenig Kriminalität haben, dass sie Leute für Gerichtsverfahren einfach importieren müssen. Ansonsten war der bloße Schock, dass Jerknuf, der als Blutkaiser bekannt war, aufgegeben hat, schlimmer als der Effekt, den die Vasilisierung wirklich am Ende hatte. Wenig Leute sind wirklich unzufrieden und es gibt kaum Verschlechterungen im Vergleich zu vorher. Zu bemängeln wäre nur die politische Abhängigkeit vom Hexerkönigreich, da sie sich offiziell dazu verpflichtet haben. Alle größeren Entscheidungen müssen quasi abgesegnet werden. Also sowas wie ein Krieg oder politische Bündnisse mit gewissen Nationen. Und jetzt mal nur auf den guten Jerknuf bzw. im deutschen Karmakun bezogen, hatte das alles natürlich auch einen großen Effekt. Er gewöhnte sich halbwegs schnell daran, als es zu Ende war. Auch wenn sein Talent mehr oder weniger nun verschwendet wird, ohne ein unabhängiges Land unter seiner Kontrolle. Aber dank eins hat er jetzt nur noch die Hälfte an Arbeit, die er davor hatte, und nach einer gewissen Zeit hörten auch die psychischen Probleme auf. Übrigens hat Jerknuf auch einen neuen Freund kennengelernt, der Anführer der Quagoa-Stämme aus Volume 11. Die ungefähr dasselbe Schicksal wie Baharut erleiden müssen. Peri-Juro, ein Mönch-Quagoa mit sehr großen Führungsqualitäten. Und jetzt mal abgesehen von Beschwerden aus dem Militär wegen den untoten Neuankömmlingen, hatte Jerknuf eher wenig Stress durch eins nach dem Vorfall in der Arena bekommen. Und damit endet vermutlich die glorreiche Geschichte des Kaiserreiches und dem Blutkaiser Jerknuf Rune Farlord Ernix.
Das einzig Relevante, wofür Einzi noch brauchen könnte, was ich mir vorstellen kann, wären ihre Beziehungen zu der Kanassos Stadtstaatenallianz oder zum nahegelegenen Drachenkönigreich. Oder Einzi möchte sich wieder, wie so oft, Herrschermanieren bei Jörgniv abschauen. Irgendwie bewundert Einzi das Kaiserröckchen, genau wie ich. Aber wenn ihr jetzt genau dieses Event aus der Nasrik-Perspektive sehen wollt, schaut gerne das Video hier rechts. Oder wenn ihr mehr zu Baharut wissen wollt, könnt ihr die Playlist da drunter antippen. Doch damit gesagt, vielen Dank fürs Ansehen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao! Wir müssen für eine Zukunft kämpfen, in der die menschliche Rasse noch einen Platz hat.